So, hallo zusammen. Freut mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Das heutige Thema in unserem Video wird sein HiQ und Multicloud-Management. Wie kann ich Daten und Applikationen in meiner eigenen On-Premise-Cloud oder in der Public-Cloud sichern und wiederherstellen? Wie geht es mit HiQ und dem Multicloud-Management? Das erfahren Sie jetzt in unserem nächsten Video. Sage ich erstmal herzlich willkommen zu unserem Webinar. Es geht heute in erster Linie um eine Multi-Cloud-Lösung von HiQ, nennt sich HiQ Protégé, also praktisch eine Datensicherung über alle Clouds hinweg. Das heißt also unabhängig davon, ob es jetzt On-Premise oder Public ist. Das heißt also eine wirkliche, echte Multi-Cloud-Lösung. Ganz kurz zur Agenda. Also wir möchten als erstes so ein bisschen einen Überblick über die Firma geben, was HiQ macht, wo die Firma herkommt, wie sie sich aufstellt. Dann ein bisschen die Software selber vorstellen von den Grundfunktionalitäten. Auch relativ schnell dann in ein Live-Beispiel reingehen. Einfach mit dem Hintergrund, ja, Slides sind ganz gut, um irgendwas zu erklären, um mal einen Überblick zu bekommen. Aber live, damit man sich das Ganze auch ein bisschen besser vorstellen kann. Nächster Punkt wäre dann, das ist R-Cloud und Graph. Das ist also eine Erweiterung dieser Multi-Cloud-Lösung. Und wir gehen natürlich auch auf das Thema Lizenzierung ein und am Ende des Tages oder am Ende des Webinars ein kleines Gewinnspiel. Es kommen natürlich bei dem Gewinnspiel Fragen dran, die natürlich während des Webinars auch so ein bisschen, sag ich mal, erklärt werden, so einige Begrifflichkeiten oder einige Hintergründe. Deswegen aufmerksam zuhören. Ja, nebenbei noch. Das Webinar wird aufgezeichnet. Die Teilnehmer selber sind aber nicht zu sehen. Das heißt also, keine Namen sind zu sehen, keine Gesichter, Videokameras oder so und so weiter ist alles geschalten. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Ferdinand von Külmer. Ich arbeite im Pre-Sales-Bereich in der Nutanix Business Unit bei der Ingram Micro. Mit dabei ist auch noch der Mirko Kümpfel. Vielleicht magst du noch vielleicht ein, zwei Sätze sagen. Genau, ich bin jetzt seit fast 9 Jahren oder 9 Jahren bei der Ingram Micro, mache seit 6 Jahren NetApp und schiele so ein bisschen rüber zu Nutanix und HiQ halt eben auch. Und ja, wir machen das zusammen, diesen Webcast hier. Und ja, weiteres wird folgen. Wunderbar. Ja, dann legen wir gleich mal los. Gleich mit dem ersten Punkt. HiQ. Was heißt eigentlich HiQ genau? Also der Name setzt sich zusammen aus Hybrid Cloud Uptime. Also so ein bisschen, ja, der Hintergrund, die Hybrid Cloud oder alle Applikationen, virtuellen Maschinen und so weiter, alles, was gesichert werden soll, soll die ganze Zeit eben, ja, up and running sein. Und das möglichst schnell. Das heißt also, wenn man wieder was zurückholt, möglichst schnell wieder verfügbar. Was ist die Firma HiQ oder wo kommt die Firma HiQ her? International agierendes Unternehmen, hat viele Offices weltweit verteilt und so weiter, so wie das die meisten Unternehmen machen. Und wie ist das Ganze entstanden? Entstanden ist es im Endeffekt, und das sieht man auch unten rechts auf dieser Folie, weil hier Nutanix mit dabei steht. Es ist so ein bisschen aus diesem Ansatz heraus entstanden. Nutanix verfolgt ja diese, oder beziehungsweise Nutanix ist Marktführer, Hyperconvergence Infrastructure Bereich. Das bedeutet, die spielen so ein bisschen die Schnittstelle oder eine Software-Schnittstelle zwischen der Private und der Public Cloud. Und natürlich auch dementsprechend auch immer die Anforderungen seitens des Kunden, dass das Ganze auch gesichert und wieder zurückgeholt werden kann und muss. Ja? Und daraus hat sich eben die Firma HiQ rauskristallisiert. Das heißt, einige Entwickler der Firma Nutanix arbeiten bei der Firma HiQ oder beziehungsweise haben dann gewechselt. Da findet also eine ziemliche Interaktion statt. Das heißt also eine ziemliche dichte Verwobenheit bezüglich der Software und der ganzen Funktionalitäten mit Nutanix und hat sich eben speziell auf diesen Multi-Cloud-Ansatz, den auch Nutanix hier mitverfolgt, spezialisiert im Bereich Recovery, Backup und auch dieses ganze Management, Migration und alles, was damit zusammenhängt. Das ist so ein bisschen dieser Hintergrund der Firma HiQ. Das heißt, die adressieren eigentlich die wichtigsten Sachen mit ihrer Verwaltungskonsole. Das wäre einmal das Datenmanagement, die Migration und auch die sehr schnelle Wiederherstellung. Und ja, da möchte ich vielleicht noch zwei, drei Sachen zu der Firma selber noch sagen im Nachgang. Ja, also es ist kein
Man darf sich das nicht so vorstellen, dass es ein Nischenprodukt ist, sondern es adressiert wirklich jeden Kundenbereich. Das heißt also, es gibt jetzt keine speziellen Anforderungen da, wo jetzt HiQ reinpasst, sondern wirklich vom kleinsten Unternehmen bis hin zum mittelständischen Unternehmen, bis hin zu Enterprise-Unternehmen kann HiQ alle Anforderungen in diesen drei Bereichen dann adressieren. Ja? Also das heißt, wir sprechen nicht von einem kleinen Startup-Unternehmen oder einem Unternehmen, was nur eine bestimmte Nische adressiert, sondern wirklich den kompletten breiten Bereich. So, ja, dann will ich gleich auf die Software-Funktionalitäten eingehen. Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber ich fange mal auf der linken Seite an. In erster Linie ist es eine Softwarelösung, die praktisch auf Multicloud basiert. Das heißt also, wir möchten hier an der Stelle eine Multicloud-Verwaltung haben, also die Schnittstelle spielen zwischen der Private und der Public Cloud und hier alle Möglichkeiten haben bezüglich Backup, Restore und auch Verwaltung und auch die Migration. Das heißt also, ich habe hier auch die Möglichkeiten, zum Beispiel eine virtuelle Maschine entweder in meiner Private Cloud laufen zu lassen oder auch in einer Public Cloud. Ja, mit einem relativ einfachen Backup- und Restore-Mechanismus habe ich hier auch die Migrationsmöglichkeit und die volle Flexibilität. Was noch mit dazu kommt, ist, dass eine ziemlich starke Verwobenheit, deswegen hier oben auch die ganzen Datenbankhersteller mit den jeweiligen Datenbank-Applikationen stattfindet. Das heißt also, wir können hier Sicherungen, wirklich konsistente Sicherungen von virtuellen Maschinen mit Datenbanken vornehmen, weil eben praktisch auf Software-Ebene mit REST-APIs und so weiter direkt eingegriffen wird und ein konsistenter Snapshot erzeugt wird und ein konsistenter Backup weggezogen wird und auch wieder wiederhergestellt werden kann. Die Verwaltungskonsole selber sehen wir jetzt dann gleich in einer Live-Demo und auch so ein bisschen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das Ganze, wie das Ganze aussieht, kann integriert werden in eine Bare-Metal-Umgebung, betriebssystemunabhängig und auch genauso in eine virtuelle Umgebung. Arbeitet perfekt mit Datenbanken zusammen und das Interessante dabei, und das sehen wir hier unten mit diesem Cloud-Symbol so ein bisschen dargestellt, ist eben, dass ich diese Infrastruktur, die ich mir hier aufgebaut habe mit in meiner Private Cloud mit virtuellen Maschinen, auch genauso in der Public Cloud wiederherstellen kann. Ja, vielleicht nicht ganz uninteressant nach einer Ransomware-Attacke, wo man vielleicht ziemlich lange braucht, um die eigene Infrastruktur wiederherzustellen, kann ich sie jederzeit mit wenigen Mausklicks oder innerhalb weniger Minuten, sage ich jetzt mal, in der Public Cloud wiederherstellen. An der Stelle würde ich ganz gerne mal das Wort an den Mirko übergeben für eine kleine Live-Demo. Ja, genau, wir sehen deinen Bildschirm. So, jetzt muss ich mir das nur ein bisschen hinziehen. So, genau. Um mal einen Überblick zu bekommen, wo wir anfangen. Wir sind hier auf einem Nutanix Cluster oder zwei Clustern. Wir haben einmal hier einen Production Cluster und einmal einen Test Cluster. Production soll natürlich gesichert werden und Test Cluster ist das Ziel. Das werden wir nachher noch sehen. Und was möchte ich sichern? Ich möchte natürlich hier meine VMs wegsichern, die wir hier alle sehen. Und hier haben wir auch eine virtuelle Maschine. Das ist die HiQ-Instanz, der HiQ-Controller. Und da loggen wir uns jetzt auf die Webseite ein. Genau, als erstes werde ich ein bisschen was zum Dashboard hier erzählen, zur Landingpage. Also ich komme hier auf diese Landingpage, bestimmte IP-Adresse, also die IP-Adresse der virtuellen Maschine eingebe, des Webinterface. Und habe hier verschiedene Kacheln. Diese Kacheln kann ich mir auch selber anordnen. Zum Beispiel hier die virtuellen Maschinen oder die Applikationen, von denen Ferdinand gesprochen hat eben. Da kann ich mir die Kacheln selber herziehen. Ich kann die moven, ich kann die verschieben und kann die mir so anordnen, wie ich sie brauche. Im oberen rechten Menübereich habe ich Administrationsschaltflächen, aber ich kann hier auch API-Keys rauslesen oder die REST-API-Kommandos sehen oder Zeichen mir rauskopieren. Und auf der linken Seite habe ich die Menüfläche für die Funktionen, die mit meinem Data Management in Verbindung stehen, die ich dazu brauche. Zum Beispiel kann ich dann hier meine Applikationen sehen, die ich eingerichtet habe.
oder die virtuellen Maschinen. Das deckt sich mit den virtuellen Maschinen auf dem Nutanix Cluster, weil ich mir die hier über die Sources einziehe. Als erstes definiere ich immer, auf welche Sources ich zugreifen will, was ich wegsichern will. Und hier haben wir natürlich hier unseren Production Cluster eingebunden, unseren Nutanix Cluster. Ebenso könnte ich aber auch aus der Cloud sichern oder einen normalen hergebrachten Data Store, einen File Server oder wie Ferdinand schon sagte, hier die physikalischen Maschinen direkt einbinden. Das sind die Quellen, die ich sozusagen sichern will. Wenn ich hier den Nutanix Cluster angegeben habe, zieht er mir automatisch die virtuellen Maschinen rüber. Er erkennt es und gibt mir die hier in der Oberfläche an. Und als nächstes muss ich ein Backup-Target definieren oder zwei Targets habe ich hier definiert. Einmal ein normales Target, das liegt bei uns im Testcluster und ist ein Data Store. Und dann habe ich nochmal ein Archiv definiert, das ist S3-kompatibel, also ist ein S3-Data Store, um nochmal eine räumliche Distanz zu schaffen. Also hier auch der Unterschied zwischen Archiv und Backup ist halt eine räumliche Trennung. Ja, und auch das Archivieren kann ich entsprechend einstellen und editieren, wie oft, in welchem Zeitraum hier nochmal ein zusätzliches Backup oder ein Archiv erstellt werden soll. Um dann letzten Endes die virtuellen Maschinen zu sichern, brauche ich dann noch eine Policy. Hier kann ich die vorgefertigten Policies nehmen oder mir auch selber welche erstellen. In diesen Policies hinterlege ich dann halt die Retention oder wie oft das Backup gezogen werden soll. Genau. Und dann können wir uns nochmal so eine virtuelle Maschine anschauen, wie das dann aussieht. Ich nehme hier zum Beispiel unser Heiko-Controller, den ich hier schon sehr lange Zeit, die Umgebung habe ich vor ein paar Wochen eingerichtet. Die wird immer regelmäßig gesichert. Und so sieht es dann aus. Ich sehe dann hier den Verlauf, wann auch archiviert wurde. Und wenn ich dann hier auf einen Punkt klicke, kann ich dann halt meine virtuelle Maschine restoren. Und je nachdem, welche Optionen zur Verfügung stehen, kann ich hier die VDiscs wiederherstellen oder halt auch exportieren. Es geht dann halt weiter, dass ich dann natürlich auch sehe, welche Jobs sind gelaufen, ist alles erfolgreich gelaufen und dann natürlich auch Events vom System. Hier werden alle Events angezeigt, sowohl die Backup-Events als auch systemrelevante Events von dieser virtuellen Maschine. Und was ich recht nützlich finde, ist, dass ich mir hier bestimmte Reports ziehen kann. Die kann ich mir natürlich auch entsprechend anpassen. Und ich sehe dann hier zum Beispiel, wie viel Maschinen wurden gesichert mit der Bronze-Policy. Ja. Und das ist recht hilfreich, finde ich. Und ein weiterer Punkt, der recht hilfreich ist, ist hier dieser Self-Service-Punkt oder Self-Service-Portal. Hier kann ich Gruppen anlegen und User zuordnen, die dann halt entsprechend Berechtigungen haben, meine Standorte zu verwalten oder zu administrieren oder Backup-Job zu sichern oder anzuschauen oder Reports zu ziehen. Hier kann ich praktisch Aufgaben delegieren und laut Active Directory oder Okta einbinden und dann halt praktisch meine Usergruppen entsprechend die Aufgaben selbst erledigen lassen. Genau, das zur kurzen Vorstellung, Ferdinand. Vielen Dank. Ich glaube, das gibt einem schon mal einen ganz guten Überblick. Kurze Frage von meiner Seite. Also, Ja. momentan sehen wir das Ganze ja auf einer Nutanix-Umgebung. Das heißt also, hier greift HiQ ziemlich tief oder beziehungsweise die Interaktion findet hier mit dem Hypervisor von Nutanix statt, der Acropolis Hypervisor, AHV abgekürzt. Gibt es auch Hypervisor, die nicht unterstützt werden oder was wird nicht unterstützt? Ich glaube, so Open Source oder sowas, Proxmox. Ja, Könnte ich mir Proxmox wird vorstellen. nicht unterstützt, direkt, genau, du sagst es. Es wird Nutanix AHV unterstützt und VMware ESX. Hyper-V nicht direkt, sondern nur über Umwege, über die physikalische Maschine, auf die dann praktisch auf dem Server, wo das Hyper-V läuft. Genau. Und Proxmox wird leider nicht unterstützt.
Okay, Also das nicht heißt also offiziell supported. Genau. praktisch die, sage ich mal, die wichtigsten Hypervisor werden unterstützt, die auch am meisten am Markt zu finden sind. So ist es. Ja, vielen Dank für die Live-Demo. Ich weiß es nicht, gibt es Zeiten? Vielen Dank. Jetzt möchte ich da noch mal ein bisschen weitergehen. Also was haben wir jetzt gesehen? Wir haben gesehen, dass wir praktisch in einer eigenen Private Cloud jetzt Applikationen bzw. Server, wie man die sichern kann, mit Policy gesteuert und die auch relativ schnell wieder zurückbringt. Ja. An der Stelle vielleicht mal eine kleine Zeitreise zurück. Wie hat es vor 20 Jahren ausgeschaut? Da habe ich ein eigenes Rechenzentrum gehabt, da waren dann bestimmte Applikationen drin. Das sehen wir hier ganz links, ja, ist mit 20 hier oben dargestellt. Und die IT bzw. die Administration hatte hier vollen Zugriff. Was ist dann später passiert im nächsten Schritt? Ja, es kamen so die ersten Public Cloud-Applikationsanbieter ins Spiel. Ich sage jetzt mal, die berühmtesten waren damals so Salesforce und Microsoft mit ihren ersten Diensten, genauso auch Public Cloud-Anbieter. Ja, das heißt also, dieser ganze Zoo ist jetzt mal um ein Stückchen erweitert worden und dieses Spielchen ging immer noch weiter. Das heißt also, die haben nicht nur einzelne Applikationen oder Anwendungen, wie auch immer, in der Cloud angeboten, sondern auch ganze Infrastrukturen. Ja, das heißt also Plattform as a Service oder Datenbanken im Internet, also Databases as a Service. Und was sich ganz klar rauskristallisiert hat als Trend ist, dass in erster Linie eigentlich nur die Applikationen ja, verwendet werden sollen in der Cloud, in der Public Cloud. Das heißt also, ich will jetzt gar nicht irgendwie eine virtuelle Maschine verwalten oder sonst irgendwas oder ein Stück Infrastruktur, sondern ich möchte mich wirklich nur auf eine Applikation konzentrieren. Die möchte ich zur Verfügung gestellt haben, dafür bezahle ich. Und dieser Trend hat ganz stark zugenommen und das sieht man hier auf der rechten Seite in dieser Darstellung. Also Software as a Service ist ein ganz klarer Trend, der sich hier rauskristallisiert hat. Ja. Was sich dann auch mit der Zeit so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist einfach, was sehe ich denn dort? Oder beziehungsweise, Wer sieht was? wer sieht was? Und beziehungsweise, wo habe ich denn den meisten Zugriff, die meiste Kontrolle? Und was sich hier so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, wenn es in meiner eigenen Private Cloud ist, ja, dann habe ich meistens zu 100% die volle Verfügbarkeit über das Ganze. Ein bisschen schwieriger wird es dann schon langsam, wenn ich Plattform as a Service mit dazu nehme. Oder Infrastruktur as a Service mit dazu nehmen, dann wird es schon ein bisschen komplexer, das Ganze dann dementsprechend zu 100% unter meine Kontrolle zu bekommen. Aber der Trend ist ja weitergegangen. Das heißt also, ich konzentriere mich mehr auf Software as a Service. Und da wird es dann ein bisschen schwierig, weil der Anwender oder beziehungsweise der Anbieter selber, der mir den Service, diese Applikation zur Verfügung stellt, bietet mir eigentlich keine Sicherheit an in dem Sinne, dass wenn ja Daten gelöscht werden oder wenn irgendwas korrumpiert wird etc., das dann jederzeit wieder zurückholen kann. Also das ist immer so ein bisschen der Trugschluss. Man fühlt sich da mal relativ sicher, weil man denkt sich, ja, der Anbieter ist ja dafür verantwortlich. Aber wenn es dann darum geht, Daten wieder zurückzuholen, dann wird es meistens immer ein bisschen schwierig und dann kristallisieren sich so die, sage ich mal, die einen oder anderen Probleme raus. Und genau dieses Thema adressiert eben HighQ mit zwei neuen Features und die sind sehr, sehr spannend. Das nennt sich einmal R-Cloud und R-Graph. Das konzentriert sich genau auf diese Lücke, die dort entstanden ist. Also zum Beispiel bei dem R-Graph sehe ich zum Beispiel meine ganze oder mein ganzes Unternehmen, wie es aufgebaut ist, bezüglich der einzelnen Abteilungen, der einzelnen Applikationen, ob die gesichert worden sind und. Da werden wir später noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie das Ganze aufgebaut ist und wie diese Informationen zustande kommen und wie es dargestellt wird. Vorab sei schon mal so viel gesagt, also die Informationen holt man sich dann aus einem Okta zum Beispiel heraus oder aus einem Microsoft Azure-Dienst. Und dementsprechend habe ich dann auch die Möglichkeiten, das dann grafisch darzustellen und auch hier dann direkt auf die einzelnen Applikationen zuzugreifen. Das nächste Thema ist natürlich R-Cloud. Und R-Cloud bedeutet, dass ich die einzelnen Applikationen, die ich habe, auch dementsprechend sichern und wiederherstellen kann. Und das auf eine ganz tiefe Ebene. Das heißt, diese Applikationen, das ist jetzt mal so eine Handvoll im ersten Schritt oder zwei Hände voll. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und das wird auch ständig mehr. Ja? Das heißt also, hier findet ein Eingriff über REST API auf diese Applikation statt. Ich kann es dann dementsprechend sichern und auch einzelne Teile wiederherstellen. Das Ganze zusammengefasst, ja,
habe ich jetzt nicht auf zwei verschiedenen Baustellen oder irgendwo verteilt, sondern ich habe es dann wirklich unter einer Oberfläche. Also die Oberfläche, die wir vorhin gesehen haben vom Mirko, ja, also diese Web-Oberfläche, mit der wir jetzt zum Beispiel ganz einfach virtuelle Maschinen und einzelne Applikationen in unserer Private Cloud auch sichern können, das können wir auch dementsprechend dann oder beziehungsweise da binden wir dann auch die Public Cloud mit ein. Und können das dann dementsprechend über eine Konsole komplett verwalten. Also dann haben wir wirklich diese komplette hundertprozentige Multicloud-Funktionalität. Gut, ja, das würde ich ganz gerne mal in einer kleinen Live-Demo zeigen. 5 bis 10 Minuten. So, Mirko, du korrigierst mich, wenn ich irgendwas vergessen habe oder wenn was unklar ist oder wenn Fragen im Chat aufkommen. Also bitte gerne ein kurzes Handzeichen oder irgendwie einen kurzen Kommentar in den Chat reinschreiben und dann können wir auch dementsprechend darauf eingehen. Das macht es uns so ein bisschen leichter, das für Sie auch Kannst du mal ein dementsprechend. bisschen reinzoomen, Ferdinand? Ist es zu klein, ja? Ja. Ups. Schauen wir mal, ob es größer wird. Ja. Das habe ich jetzt vorher nicht bedacht, dass mein Bildschirm eine relativ hohe Auflösung hat. Geht's jetzt? Passt's? Ja, so geht's. So passt. Sehr gut. Okay, schön, wunderbar. Ja, was haben wir hier? Ich habe jetzt hier einfach einen Browser geöffnet. Ich muss jetzt da so ein bisschen nach links schauen, weil ich das auf dem linken Bildschirm habe. Und man sieht das hier oben an der URL, die kann man wahrscheinlich nicht lesen, aber es Nee. heißt protegehiq.com. Das heißt, es ist eine Plattform, die ich über die Cloud oder beziehungsweise das Internet erreichen kann. Dort logge ich mich ein. Hier oben rechts sieht man, ich bin eingeloggt mit meiner E-Mail-Adresse, spezielle ID, alles sehr sicher abgeriegelt. Und dann kann ich auf mein Unternehmen zugreifen. Was wir jetzt hier sehen, ist jetzt nicht das gesamte Unternehmen, sondern einzelne Abteilungen. Ja? Das heißt also, ich habe jetzt hier die Abteilung DevOps, Engineering und Sales Marketing. Warum sehe ich nur diese drei Abteilungen? HiQ hat uns hier freundlicherweise sehr kurzfristig einen Demo-Zugang gegeben. Und in diesem Demo-Zugang haben wir jetzt die Möglichkeit, hier Einblick zu bekommen in der Firma HiQ selber. Auf drei verschiedene Abteilungen und das ist einmal Engineering, DevOps und Sales Marketing. Okay. So, und wenn ich mir jetzt diese einzelnen Abteilungen anschaue, dann sehe ich hier in der Mitte praktisch die Gesamtmenge, also praktisch die Begrifflichkeit Engineering, die Abteilung und was die Entschuldigung, einzelne Applikationen verwenden und wie die gesichert werden. Ja, brauche ich bloß mit der Maus hier drüber hovern und dann sehe ich schon, ja, ist komplett abgesichert. Die Sicherungen sind auch dementsprechend compliant. Das heißt also, ich kann sie jederzeit wieder zurückholen und das sehe ich dann bei den anderen Applikationen auch dementsprechend, die ich hier im Einsatz habe. Wie kann ich das Ganze dementsprechend absichern? Und das wird eben im Endeffekt gemacht, dass ich als erstes mir über einen sogenannten Marketplace, nennt es Marketplace, suche ich mir meine Applikation raus. Ja? Wie zum Beispiel einen Jira-Service. Also Jira kennt jeder, vielleicht von dem Ticketsystem. Auch Confluence ist, glaube ich, sehr oft im Einsatz. Das sind so einer dieser typischen Sachen. Und dann gehe ich hier auf Configure. Und dann kann ich hier oder habe ich hier die Möglichkeit, dementsprechend das Ganze einzurichten. Das heißt, ich richte hier in der Konsole den Zugriff über REST API auf diese Applikation ein. Ja, innerhalb dieses Unternehmens. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich dementsprechend Einblick bekommen auf das, was ich hier absichere oder was ich im Einsatz habe. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel mal drauf gehen, wir gehen jetzt hier auf, ja, ich nehme jetzt einfach mal den hier, auf diesen Jira-Service. Macht es hier mal ein bisschen größer. Kann man es sehen? Ist es Ja, gut kann man sichtbar? gut Ja. sehen. Ja. Da bitte sofort unterbrechen, weil es macht ja keinen Sinn, wenn es keiner sehen kann. Dann gehe ich hier auf meine Applikation und dann sehe ich hier unten schon, dass das, wann das gesichert worden ist, ob das verfügbar ist, wie der Status ist, ist es durchgelaufen, ist es compliant, heißt, dass ich es zurückholen kann und, und. Also jede Menge Informationen, die relativ wichtig sind. Wir sehen auch hier wieder die Web-Oberfläche übrigens ähnlich aufgebaut wie in einer Private Cloud. Interessanterweise kann ich hier dann auch die Private Cloud mit einbinden. Und da sehe ich auch hier wieder die Policies, die wir vorhin gesehen haben. Und was sagt eine Policy aus? Eine Policy ist praktisch nicht oder ist mehr oder weniger eine Absicherungsmöglichkeit oder eine, wie soll ich sagen, ein Regelwerk, um die Applikation dementsprechend abzusichern.
Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mal auf Edit gehe und wir uns so eine Policy mal ein bisschen genauer anschauen, das ist eine Bold Policy, ich kann die auch nennen, wie ich will. Der Name ist Schall und Rauch und habe dann hier die Möglichkeiten, dementsprechend ein bestimmtes Regelwerk zu setzen. Also was es für ein Backup sein soll, bis hin zum Archiving. Archiving bedeutet, ich schiebe es auf ein eigenes System, unabhängig von HiQ weg, wo es dann archiviert werden kann, zum Beispiel mit WORM-Funktionalität, also Write Once, Read Many. Wie oft will ich das machen? Will ich das alle 4 Stunden machen? Einmal am Tag? Mache ich das Snapshot-basierend? Und. Also ich habe hier jede Menge Möglichkeiten und kann hier sehr granular mit meinen Policies dieses Regelwerk festlegen, wie das Ganze dann dementsprechend gesichert werden soll. Ja. Gehen wir vielleicht gleich hier auf den nächsten Punkt. Auch relativ spannend. Das sind meine Targets. Was ist mit Target gemeint? Mit Target ist jetzt nicht gemeint ein bestimmtes Zielspeichersystem, sondern da ist wirklich mein Cloud-Mechanismus gemeint. Das heißt also, welche Cloud verwende ich hier, um praktisch hinter dann dementsprechend meine Backups oder meine Archive aufzubauen. Ja? Wenn wir uns das mal kurz anschauen, da habe ich hier dann zum Beispiel die Möglichkeit zwischen Amazon S3 oder Google Cloud Storage hier auszuwählen. Muss dann dementsprechend meine Informationen hinterlegen, also beim Target dann hier wirklich meinen vollen Namen oder beziehungsweise diesen Full Qualified S3-Namen hinterlegen. Und ich könnte es bis auf einen Bucket runterbrechen, was ich aber an der Stelle nicht will, weil diesen Bucket richte ich mir dann an einer anderen Stelle ein. Also das ist praktisch mein Interface auf meine Cloud oder beziehungsweise auf meinen Cloud-Anbieter, mit dem ich dann zusammenarbeite. So, und die Buckets dahinter, die könnte ich, also wie gesagt, ich könnte hier ganz granular Buckets mit einrichten oder ich kann dann dementsprechend hinter meiner Cloud einen Bucket anbieten. Wir sehen jetzt hier bloß keine, weil ich habe hier bloß einen lesenden Zugriff auf das gesamte System, also nicht die volle Sichtbarkeit, weil, wie gesagt, das ist nur ein Demo, ein normaler Demo-Account. Kannst du vielleicht noch mal kurz zeigen, wie granular ich die Applikation sichern kann oder zurücksichern kann, zum Beispiel welche Jira-Objekte? Genau, das mache ich gleich. Das ist ein ganz interessanter Punkt und das ist, sage ich mal, gut, dass du mich daran erinnerst, nicht, dass ich es vergesse. Das Ja. ist so ein bisschen die Kronjuwele von dieser ganzen Genau. Geschichte. Bevor ich dorthin gehe, würde ich ganz gerne noch diese 2 oder 3 Punkte hier ganz kurz erläutern. Hier bei den Tasks kann man sich ja ganz gut vorstellen. Ja, da sehe ich wie in einem Art Logfile, was passiert oder nicht passiert. Genauso bei meinen Events, was gerade stattfindet, wer sich hier eingeloggt hat und. Auch ganz interessant, das sind die Reports hier. Ja. Also ich kann hier auch sehr granulare Reports aufstellen, sehe dann den Datenverbrauch auf meinem Zielsystem. Ich sehe den Verbrauch, was ich bis dorthin brauche und so weiter. Und ja, gehen wir nochmal zurück auf den einen Punkt. Und zwar, was passiert in dem Moment, ja, wenn Daten gelöscht werden? Nehmen wir zum Beispiel unser Ticketsystem oder dieses Jira Service Management, wie auch immer. Geh da jetzt mal drauf. Kurz hochschieben, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben, ein bisschen mehr sehen. So, was sehe ich da? Ich habe hier Zugriff praktisch direkt auf die Applikation, auf die Jira-Applikation. Sehe, dass sie praktisch mit einer Policy, mit dieser Bronze-Policy gesichert wird. Es ist alles in Ordnung, also es ist alles compliant, es ist gesichert worden. Es geht in Restore Points. Das bedeutet, diese Restore Points, auf diesen Stand kann ich zurückgehen. Was passiert? Der User ruft mich an und sagt, boah, ich habe alle Attachments in dem Ticket gelöscht, wir brauchen die aber unbedingt wieder, ansonsten geht es nicht weiter und Eskalation. Dann kann ich dementsprechend mir hier raussuchen, auf welchen Zeitpunkt ich zurückgehen möchte. Und gehe dann letztendlich hier oben, man kann es glauben, sieht man es Sieht soweit, man, Mirko? ja, sieht man. Perfekt. Dann gehe ich hier auf Restore. Jetzt kommt die spannende Sache. Jetzt kann ich ganz granular und wirklich ganz genau entscheiden, was ich hier zurückholen möchte. Jetzt kann ich mit dem User sprechen. Hast du um, wir gehen nochmal zurück. Mach es nochmal von Anfang an. Ich spreche mit dem User. Auf welchen Stand müssen wir denn zurück? Ja, wir müssen auf 14:30 Uhr zurück. Okay, dann gehe ich hier auf Restore. Was ist denn gelöscht worden? Ja, sind die ganzen Tasks sind gelöscht worden, als Beispiel. Ja, und kann ich die hier ganz granular zurückholen. Also da sieht man diese ganz tiefe Verwobenheit von HiQ mit diesen einzelnen Applikationen. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf unseren Marketplace,
Dann sehe ich hier, ja, ich habe vorhin gesagt, zwei Handvoll oder ein bisschen mehr. Dann sehe ich hier die ganzen Applikationen, mit denen HiQ schon sehr tief verwoben ist. Und das werden täglich immer mehr. Das ist eben praktisch diese Kronjuwele oder dieser springende Punkt. Ja, und wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe auf unser Slide vorhin, Sie können sich vielleicht erinnern, Entschuldigung, das war jetzt fast ein bisschen. Das war unser Slide, ja. Software as a Service, das ist das Schlagwort. Das muss ich eben praktisch auch noch irgendwie sichern. Ich muss die Hoheit über diese Daten haben. Und genau das schaffe ich eben mit dieser Funktionalität, dass ich eben einzelne Teile einer Applikation zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zurückholen kann. Und das, sage ich mal, ist etwas, was nicht sehr oder was nicht uninteressant ist in der heutigen Zeit, weil Software as a Service sich ganz klar als Trend rauskristallisiert. Das heißt also, wir haben hier einmal abgedeckt Sicherung und Wiederherstellung in der Private Cloud und in der Public Cloud und auch noch dementsprechend einzelne Applikationen. Genau. Wie wird das Ganze lizenziert? Relativ einfach. Wir haben einmal die Möglichkeit, das zu lizenzieren per Betriebssystem, also auf wie viele Betriebssysteme ich im Einsatz habe. Also es werden hier praktisch die Anzahl der VMs oder Betriebssysteme gezählt und dann dementsprechend lizenziert. Wir haben eine Per-Socket-Instance-Lizenzierung. Interessant, wer Nutanix Files im Einsatz hat. Was ist Nutanix Files? Nutanix Files ist der File-Server, einmal objektbasierend und auch der reine native File-Server von Nutanix. Und der wird auf Terabyte lizenziert, weil Sie haben die Möglichkeit, mit HiQ praktisch einzelne Files wieder zurückzuholen. Und hier kommen wir gleich auf die Applikationsebene, praktisch auf Software as a Service, die Lizenzierung per Mailbox. Ja, vielen Dank. Fragen bis hierher, die wir beantworten können oder ein bisschen übernehmen können. Gerne auch ein kurzes Feedback, langweilig oder spannend.